Hallihallo, ihr Lieben, ihr lieben Nachteulen. Zu später Stunde, aber aus aktuellem Anlass, weil sich's heute, glaube ich, zwei Mädels in ihr Starter-Set gelegt haben, gratis, muss ich, bevor das ankommt, mal die Pfingstrosenreihe kurz erklären, wie man das zusammensetzt. Also ihr habt in der Reihe natürlich ein Stempelset, wo ein Teil der Stanzformen zum Stempelset passen. Also das wäre zum Beispiel hier die große und hier die kleine und diese hier, ja, die stanzen euch die Motive aus. Jetzt bleibt da noch so einiges übrig. Also zum einen sind es noch die Blätter, genau, die gehen auch. Eine wunderschöne Bordüre ist noch mit dran, da zeige ich euch auch gleich ein Beispiel. Aber wenn es an das Zusammenbasteln dieser 3D-Pfingstrose geht, also dieser dreidimensionalen Variante, die arbeitet ja rein mit den Stanzformen, also nicht mit dem Stempelset, nur die Stanzformen, dann ist es schon etwas schwieriger. Ich kann euch die auch mal kurz, dann habt ihr was zu gucken, während ich zusammenbaue. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt und beim Zusammenkleben. Die Pfingstrose besteht aus vier Teilen plus dem Stempel. Ich habe die jetzt mal ausgestanzt, damit ich nicht die Big Shot, damit die nicht ruckelt am Tisch. So, und dann sieht das erstmal aus wie so ein komisches Puzzle. Etwas, ja, ohne Anleitung vielleicht etwas schwierig, das dann herauszufinden. Deswegen machen wir das zusammen. Das Video bleibt gespeichert. Das heißt, wenn die jetzt noch irgendwann in den kommenden Wochen und Monaten bei euch einzieht, merkt euch einfach das Video. Das kann man machen. Man kann sich ein Video merken. Man kann das Video mit seinen Freunden teilen. So, die vielleicht auch wissen möchten, wie man die zusammensetzt. Und dann machen wir das noch, bevor es ins Bett geht. Ihr habt hier vier unterschiedlich große Teile und das ist eigentlich auch die Reihenfolge, in der die Blüte zusammengesetzt wird. Wir fangen also quasi mit der, jetzt kommt's nicht, mit der größten Blüte an, die hat hier einen Schlitz. Die zweite Größe kann ich durch den Schlitz durchschieben und dann kommt sie hier unten, könnt ihr das sehen, passgenau landet sie dann hier unten. Ich drehe das um und schon habe ich die zweite Lage. Und man würde jetzt hier immer ein bisschen, ich arbeite da gerne mit Flüssigkleber. Also ich ziehe es nochmal raus, dass ihr das seht. Ich gebe jetzt quasi hier unten ein bisschen Flüssigkleber gleich hin, bevor ich das zusammenschiebe. Und zwar nicht auf der Vorderseite, die wollen wir ja behalten, sondern auf der Rückseite gebe ich jetzt hier ein bisschen Kleber auf. Also wirklich nicht viel, es muss nur halten. So, jetzt drehe ich es wieder auf die richtige, auf die Vorderseite, nehme mein erstes Reinschiebblatt, wie auch immer, also Teil 2 und schaue einfach, dass es mir hier unten überlappt. Dann drücke ich es fest. Also es ist, ihr orientiert euch hier unten an dieser Linie mit Blatt Nummer 2. Jetzt haben wir wieder hier einen Schlitz, nehmen uns das nächstgrößere Teil. Mal überlegen, so rum kommt, so rum, Entschuldigung, natürlich ist das hier nach oben gefächert. Der Schlitz geht wieder auf, ich drehe um, gebe mir ein bisschen Kleber zum Fixieren, drehe wieder auf die Vorderseite, nehme mir Blütenblatt der Pfingstrose Nummer 3, gehe wieder ganz nach unten durch, schau, dass ich hier unten ankomme, dass hier nichts übersteht. Und das könnt ihr einfach wirklich mit dem Flüssigkleber am besten machen. Der positioniert sich ja noch ein bisschen. Also wieder festdrücken. Jetzt haben wir die dritte Etage gemacht. Und mit der vierten verfahren wir jetzt ganz genauso. Auch hier gibt es wieder den Schlitz. Wir drehen um. Ich gebe hier unten wieder ein bisschen Kleber drauf. Drehe wieder auf die Vorderseite, nehme mein letztes Blatt, stecke es durch. Stecke es durch, schau, dass es hier unten ankommt.
Und dann überlappt das wieder. Also jetzt habe ich diese ganzen Lagen auf der Rückseite überlappend und habe meine Blüte zusammengesetzt. Was jetzt noch oben reinkommt, ist der kleine Stempel. Den habe ich jetzt in Anthrazit gestanzt, damit es einen schönen Kontrast gibt. Und auch den stuppel ich einfach hier wieder durch den Schlitz in die Blüte. Und dann ist die Blüte als solche Entschuldigung, schon fertig. Was ich jetzt hier noch gemacht habe, ich habe sie ein bisschen mit dem Buch Ihr wandert, mit dem Falzbeil bearbeitet. Also diese einzelnen Blätter ein bisschen gebrochen, ein bisschen aufgestellt. Da kann man ganz gut reingehen und kann dann hier die unterschiedlichen Lagen etwas hochstellen und dann bekommt das Ganze Schatten und Dimension. Also da würdet ihr euch jetzt um die komplette Blüte arbeiten. Bei den Blütenblättern ist es genauso. Ihr habt zwei Teile, die ihr aufeinander setzt. Und das ist der Blitz. Also die Blüte selber waren vier Teile, ne? Und diese komischen Blitze sind jetzt mit den Blättern zu kombinieren. Also hier ist eure Unterseite vom Blatt. Das ist hier das helle Grün. Das habe ich mit Aquarellpapier und Farngrün und den neuen Aquapaintern koloriert. Die sind nämlich massiv gut. Also ich bin schon wieder so ein Artikel, von dem ich echt überzeugt bin. ich hole die euch ganz kurz raus und zeige euch die. Diesmal ist es nämlich ein Dreierpack. Wer das alte Set kennt, was jetzt aus dem Katalog geflogen ist, das war ein Doppelpack. Die sahen so aus. Und jetzt bekommt ihr zu einem deutlich günstigeren Preis für 14,50 Euro ein Dreierpack. Ein Dreierpack an Aquapaintern und zwar ein ganz dünner, ein mittlerer und jetzt, wenn ich den dritten aufmache, Achtung, der dritte ist der Hammer. Der dritte ist nämlich so ein richtiger Brush. Also mit dem könnt ihr mega schön Hintergründe kolorieren in Aquarell. Also wirklich, wirklich schön, die drei. Ich hätte es nicht gedacht. Ups, die sind aber gleich auf der ersten Bestellung gelandet, weil ich so neugierig war, wie die denn sind. Und bislang bin ich wirklich begeistert. Also auch das wieder ein neuer Artikel im Katalog, mal so nebenbei. Jetzt nehmen wir die Stanzformen weg, wenn ihr noch nicht schlafen wollt. Vielleicht habt ihr Lust, noch die anderen Produkte aus der Produktreihe zu sehen. Zumindest so ein wenig. Auf der Karte hier, das ist schlecht mit dem Kontrast, muss ich mal gucken, wie wir das etwas schöner hinkriegen. Vielleicht so, wenn ich das so richtig ranzoome. Hier ist ein neuer Prägefolder zum Einsatz gekommen, der heißt Diamanten. Und der ist wirklich, also der ist so Hochzeit und so ganz, ganz, ganz dezent. Dann die facettierten Glitzersteine, Schmucksteine, das sind diese hier. So in Creme, durchsichtig und ich würde sagen Blütenrosa. Die sind auch aus der Pfingstrosen-Serie. So schaut der Embossing-Folder aus. Und dann haben wir noch in der Serie ein Band. Ein Band, das habe ich jetzt hier drauf gemacht. Und zwar ist das ein schimmerndes Geschenkband in Granit. Und ich habe so eine Sucht, Bänder zu sammeln, und zwar besonders schöne Bänder. Und von dem schimmernden Geschenkband habe ich eine ganze Sammlung mittlerweile. Wir hatten zu Halloween mal schwarz, wir hatten früher mal Farngrün, immer wieder so unterschiedliche Farben im Sortiment gehabt. Und die sind einfach, also dieser leichte Schimmer, den die haben. Mal gucken, ob ich euch einen aus dem Regal ziehen kann. Ich ziehe euch jetzt einfach mal, den gibt es nicht mehr, aber ich ziehe euch jetzt mal Calypso raus, weil man das auch einfach ganz schön sieht, wie hier dieser leichte Schimmer in dem Band ist. Und genauso ist das hier mit dem granitfarbenen Band. Jo, was gibt es noch in der Produktreihe? Was liegt denn noch auf dem Tisch? Genau, es gibt Pergament-Zierdeckchen.
Und zwar sind hier, es ist eine ganze Packung mit 24 Stück. Hupala, die sind vorgestanzt. Also da habt ihr wirklich nichts mehr zu tun. Das sind, hier seht ihr es vielleicht, vorgestanzte Zierdeckchen. Die befinden sich jetzt auch schon auf der Karte hier, also hier unten drunter. Das ist schwierig, euch das jetzt mit den Nägeln zu zeigen, aber hier unten drunter ist das Zierdeckchen gesetzt. Hier unten drunter ist das Zierdeckchen gesetzt und das macht wirklich so einen ganz leichten Hauch. Dadurch, dass es Transparentpapier ist, wirklich wunderschön. Was haben wir noch in der Serie? Natürlich haben wir Designerpapier. Da muss ich jetzt aufpassen, da habe ich auch schon wieder geschnippelt. Aber egal. Genau, der hier ist nämlich schon auf der Karte gelandet. Das ist das Stück, was hier fehlt. Der musste unbedingt auf die Karte, zusammen auch wieder mit diesen facettierten Steinchen. Hallo, ihr Lieben. Jetzt kommen lauter bekannte Gesichter. Hallo Heike, hallo Sigrid, hallo Jacqueline. Ich kann mich nicht zusammenreißen. Ich muss echt jetzt, jeden Abend muss ich kreativ sein und basteln. Hups, da ist was reingekommen, den stelle ich euch wann anders vor. Und zwar, ups, haben wir neue Hintergrundfolder. Mit dem bin ich aber noch nicht fertig mit meinen Mustern, die ich euch gerne zeigen möchte. Also kommt der erstmal wieder weg und wir gehen zum Designerpapier. Das Originalformat des Designerpapiers ist 12x12 Inch, also vierfach so groß wie das hier, aber fürs Video wieder deutlich ungeeignet. Deswegen schieben wir das mal so ein bisschen. Deswegen im Format 6x6 Inch. Also hätten wir hier dieses, auf der Rückseite dann hier die kleinen Pfingstrosen in Blütenrosa, Pfingstrosenknospen in Anthrazit, Muster, das ist jetzt für die Kamera schwer einzufangen, aber das sind so ein bisschen so Pfeilchen, aber ganz schön dezent für den Hintergrund. Dann hier so kleine Sprenkel in Blütenrosa über das ganze Papier. Dann kommen hier wieder ganz große Pfingstrosen. Sieht so ein bisschen aus wie handskizziert. Dann kommt nochmal das grafische Muster mit den Pfeilen. Lässt sich aber so schön kombinieren dann mit den Rosen. Also es ist ein richtig schöner Kontrast. Wenn das Papier zu verspielt wäre, würde nicht passen. Meine Meinung. So, dann haben wir hier nochmal Pfingstrosenknospen, aufgeblühte Pfingstrosen. Ich liebe die. Wir haben die im Garten stehen in Weiß und in zwei anderen so Rosé- und Bordeaux-Tönen. Und ich freue mich immer jedes Jahr, wenn die aufgehen. Dann kleine Pfingstrosen in Blütenrosa. Dann dieses hier. Das habe ich, glaube ich, auf der kleinen Box. Das ist übrigens, die hatte ich, glaube ich, im anderen Video auch mal kurz in die Kamera gehalten. Die neue Paper Pumpkin Box. Innen drin Lebensmittel beschichtet wie die kleinen Pizzaschachteln, die ihr vielleicht schon kennt. Von dem her geeignet, um da Süßigkeiten oder Plätzchen oder irgendetwas Selbstgemachtes zu verpacken. Das hier ist im Vergleich dazu zwar jetzt ganz ein anderes Papier, das ist aus dem schönen Garten, aber dann habt ihr kurz einen Größenvergleich zwischen der viereckigen, zwischen dem Pizzakarton, so, zwischen dem Pizzakarton und der Paper Pumpkin Mini-Schachtel. Beides zu finden noch bei Verpackungen, bei der Kategorie Verpackungen im Jahreskatalog. Also ich liebe die sehr. Sie sind schön stabil, da kann ich draufdrücken wirklich, also da passiert nichts. Die sind von der Qualität her wirklich unglaublich toll. Absolute Produktempfehlung. So, ich glaube, oh nein, einen haben wir noch, genau, den marmorierten Hintergrund. Marmor. Und dann sind wir wieder am Anfang. Ach, der hier noch. Hätte ich beinahe einen unterschlagen. Und jetzt sind wir wieder beim Blütenrosa vom Anfang. Also es ist wirklich auch die Serie unendlich schön. Mich hat es natürlich komplett getroffen mit meinen Farben. Also ich liebe Granit, ich liebe Schiefer, Anthrazit. Das sind so meine Farben, die mag ich wirklich unglaublich gerne. Ups, was kommt da raus? Da kommen so Teilchen immer raus. Ich hebe die ja immer in so Tüten auf. Genau, das hier wäre jetzt noch das zweite Motiv aus dem
aus dem Stempelset. Es ist auf jeden Fall eine schöne Serie. Ups, wenn ich noch mehr Projekte euch zu zeigen habe, gibt es da gerne noch mal ein Video. Das war jetzt, wie gesagt, wirklich für die Mädels, die sich das aktuell ins Starter-Set schenken lassen, damit ihr wisst, wenn diese komisch anmutenden Stanzformen hier, die sehen nämlich echt komisch aus. Ich habe auch erst überlegen müssen, wie geht das wohl zusammen? Das hier war relativ einfach, weil das die große Pfingstrose ausstanzt. Aber bei den anderen habe ich wirklich überlegen müssen. Und damit es euch nicht genauso geht, ihr Lieben, wisst ihr jetzt hoffentlich, wie ihr die zusammenbaut. Wer jetzt erst reingekommen ist oder das Video morgen im Replay anschaut, weil ihr natürlich schlafen wart um die Uhrzeit, ne? Hat ja nicht jeder Urlaub, so wie ich. Dann könnt ihr euch das anschauen, wie die vier Teile ineinander gesteckt werden, um am Schluss diese schicke Pfingstrosen 3D-Blüte zu bekommen. Welche Karte gefällt euch denn besser? Die mit Stempelset? Das wäre dann so unten im Kommentar Stempelset. Oder gefällt euch die besser mit den 3D-Stanzformen? Stanzformen. Stempelset oder Stanzformen? Hier im Übrigen ist nochmal das Geschenkband drunter gesetzt. Der Spruch ist auch aus der Pfingstrosenpracht. Der versteckt sich nämlich hier, gesucht und gefunden, in Liebe verbunden. Embossed in Weiß auf Anthrazitgrau. Und ich bin eigentlich sehr verliebt in beide Projekte und vor allem in die Pfingstrosen. Und deswegen werden jetzt noch ein paar gemacht, weil wenn man es einmal weiß, wie die ineinander gehen, ihr könnt alle vier Teile in einem Rutsch durch eure Stanzenprägemaschine ausstanzen, dann klebt ihr die zusammen und am nächsten Tag vielleicht gestaltet ihr damit eure Projekte und ja, dann kann das so ausschauen. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr mit mir nachtaktiv seid oder es morgen im Replay anschaut. Wenn es eine Produktreihe gibt, ich habe ja momentan die unterschiedlichsten Rückmeldungen, geht noch so ein bisschen querbeet, was ihr sehen wollt oder was ihr zuerst sehen wollt, dann dürft ihr das immer gerne in den Kommentar schreiben. Also die Produktsuiten, die meisten sehen wollen, würde ich vorziehen und die anderen hinten anstellen. Ansonsten, wenn ihr euch nicht meldet, müsst ihr das mir und meinem Geschmack überlassen. Da kann ich dann nichts machen. Also, ich würde sagen, ich mache den Basteltisch wieder frei. Die ganze Produktserie darf jetzt wieder bis morgen warten. Ich gehe an meine Stanz- und Prägemaschine, mache mir noch ein paar Pfingstrosen und sag allen gute Nacht oder guten Morgen, wenn ihr es morgen anschaut. Macht's gut, ihr Lieben, eure Dani.